So, meine Herren und Damen, Servus und herzlich willkommen bei The Last of Us. Ich musste hier den Abschnitt nochmal spielen. Es kann jetzt natürlich sein, dass wir einiges nochmal spielen müssen. Oh ja, ja, ja. Was haben wir denn hier? Sie mussten nicht leiden. Oh no. Was ist los? Oh no. Himmel. Der hat die ganzen Kinder umgelegt. Naja. Könnte man jetzt sagen, sie haben es hinter sich? Ja. Na, ich nehme die Machete mal mit. Aber ich kann sie noch mal reparieren. Das mache ich dann später, wenn sie mal halb kaputt ist. Ich glaube, dann rentiert sich das eher. Okay, was haben wir hier? Ob es hier rausgeht? Kann sein. Aber da kommt man nicht hoch. Vielleicht kommt man auch anders dahin. Ja, vielleicht hier. Lecker! Sam! Oh. Ja, alles okay. Das war ich. Ich habe ein Sicherheitstor ausgelöst oder so. Henry, kriegen wir das hoch? Also, das ist seltsam. Ja, ich weiß. Was? Hey, das Ding bewegt sich nicht. Stand weg, verschwindet. Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier. Pass auf ihn auf, los. Oh no, hier beginnt die Freakshow. Hier rausfinden, ja? Yep. Okay. Okay. Ah, ich hab nichts zum Werfen. Shit. Bleib hinter mir. Wenn ich renne, rennst du. Ja. Oh.
Alter, no! No, 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 no! Alter! Ja, ich hab nichts zum Werfen, zum Locken, zum gar nichts. Das ist Kacke. Come on, baby! Du misst etwas. Alter. Hier ist so. Yeah!
Alter! Du warst gut. Wir müssen jetzt weiter. Alles klar? Ja. Ja, wir gucken uns das erstmal um. Ob wir hier noch was finden, was Spannendes. Ich habe auch viel gemalt. Alter. Was haben wir hier noch? An spannenden Dingen. Was haben wir hier? Na, da waren wir gerade. Okay. Es waren viele hier. Leute, meine ich. Sieht so aus. Ja, sie waren ja hier häuslich eingerichtet. Um der Meinung zu sein, hier sei man sicher, ja. Ist man ja eigentlich auch, wenn man nicht an der Oberfläche ist. Das schaut mir sehr nach einer Dusche aus. Okay. In der Schule? Warum hat es sie erwischt? Tja, wenn ich das wüsste. Sie haben sowas nicht verdient. Das stimmt. Vielleicht erfahren wir hier mehr. Aber es ist ja... bloß ein Bild. Leider. Kannst du die Leiter runterholen? Ja. Ja, komm. Mach schon. Na bitte. Gut gemacht. Ellie? Joe, da sitzt sie! Sam! Gott sei Dank! Also schnell weiter! Durchgang, da drüben! Sam! Schnell! Scheiße! Ellie, geh weg von der Tür! Willst du zusammen versuchen? Das wird zwar nichts, aber okay. Er ist durchgekrochen! Er ist was? Sam, was zum Teufel machst du? Ich hol uns hier raus! Na dann beeil dich! Okay, los! Alle nach oben! Na los! Brauche ich! Hau her die Scheiße! Er geht halt weg! Oh, jetzt glaube ich, beginnt die Party. Das Ding klemmt! Hilf mir hoch! Ich kann durch das Fenster! Mach von der anderen Seite auf! Mach schnell! Na los, Sam. Du bleibst nicht hier drin. Was ist mit dir? Ich komme klar. Komm schon! Los!
Oh no. Achtung! Mist. Komm mal los. Alter! Alter jetzt! Alter! Wir haben es fast geschafft! Mann! Achtung! Mist! Dann mal los! Ach Mann! Ah! Achtung! Mist! Dann mal los! Dabei den Tönenblick behalten. Ja, komm. Raus hier. Sind wir da? Oh, wollt ihr mich verarschen? Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Wo ist der Turm? Wir sind nah. Komm, na los. Alter, war das ein Stress. Hey, wie geht's dir, Kleiner? Das war echt knapp, hä? Ja, nicht gerade das schönste Erlebnis, aber wir haben es geschafft. Ja. Ali, was ist mit dir? Hey, seht mal da. Tja, was habe ich gesagt? Sehen, wie wir hinkommen. Und du, wie kommst du zurecht? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Infizierte erledigt. Du wärst stolz. Ja. Na, das denke ich auch. Alter, diese alte Röhrenkisten. Das zu sehen. Ja, wohl, so eine alte Möhre habe ich ja auch noch. Klar, meine YouTube-Videos, die gucke ich auf so einer Röhrenkiste, so oder so klar. Ich kann es mir nicht mal vorstellen. Ja, du hast es ja nie erlebt, meine Liebe. Was haben wir hier? Einen sehr langen Brief von Kyle. Ja, wie gesagt, ich lese jetzt nicht jeden Brief vor, aber dann
bekommen wir das Projekt. Das war keine gute Idee, oder? Nee. Weil dann kommen wir hier ja nie wirklich voran. Und wir wissen ja alle, ihr wollt ja alle A Plague Tale Requiem endlich sehen. Was ich ja auch bald machen kann. So viel kann ich verraten. Oh Mann. Ach so, ja, bleib drück sitzen. Alles gut, bleib drück hocken. Ich guck mich noch ein bisschen um. Hab mal was Spannendes entdecken. Was sind die Pillen? Eigentlich wollte ich das. Schwanken der Waffe. Aber da brauche ich noch 15 Pillen. Darauf spare ich jetzt so ein bisschen. Oh, Henry. Sam. Schmarrn. Henry ist ja der andere. Okay, hier sind wir durch. Sowas wie eine Werkstatt wäre cool, wenn ich jetzt eine finde. Da. Herrlich schön das Spiel. Oh, Hunde. Halt dich lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. Sie sind wild. Ein Eiswagen. Was ist das? Oh, das ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis verkauft. Was? Niemals. Joel? Doch, stimmt. Das stimmt. Der Wagen fuhr herum und spielte laute, schrille Musik. Und Kinder kamen und kauften sich Eis. Du verarschst mich doch gerade. Ehrlich? Mann, das war eine seltsame Zeit. Sag ich doch. Ja, jetzt sehen wir auch die Marken ein bisschen besser als auf dem Originalspiel. Sunset, irgendwas Double, keine Ahnung. Apple Pod, Berry Side, kenne ich alle nicht. Aber ich weiß, hier ist meine lang ersehnte Werkbank, die ich schon vermisst habe. Okay. Nice. Könnte man noch mal... Oh, haben wir viele Teile. Über 400. Dann können wir ja einiges verbessern. Wir machen das. Ich mache dann auch direkt den zweiten Holster. Weil wir haben jetzt Teile ohne Ende. Jetzt kann ich mal 100, 150, 200 Teile verballern.
Brauchen wir 75 Teile? Ja, machen wir. Brauchen wir so oder so. Perfekt, ran damit. Können wir aber nicht noch weiter verbessern. Oh, Shorty. Können wir auch was verbessern. Ja, machen wir auch. Eigentlich würde ich den Schaden noch mal gerne ein bisschen erhöhen. Ja, das reicht eigentlich. Dann machen wir den Rückstoß. Weil die Waffe hat wirklich einen krassen Rückstoß. Ja, das ist schon cool animiert. Das kennt man ja aus Teil 2. Und die Streuung. Dann haben wir wieder gut Teile verballert. Naja, hauen wir das auch noch rein. Es ist schon sehr, sehr cool animiert, muss ich sagen. Also mir gefällt das sehr gut. Dass man auch sieht, wie sich die Waffe verändert. Das hätten wir. Vielleicht nochmal die Pistole kurz. Plus 2 fürs Magazin. Ja, das könnte sich rentieren. Das machen wir noch mit. Was könnte vielleicht dazu führen, dass wir nochmal mehr Munition tragen können, weil man findet ja sehr, sehr viel Pistolenmunition. Ich denke, das passt. Jetzt haben wir das Magazin nochmal um 2 Stufen vergrößert. Sehr schön. Und den Rest sparen wir. Ja, ich kann jetzt nicht ohne Ende. Perfekt, 12 Schuss. Da bin ich schon wieder happy. Da können wir. Ne, da hauen wir nicht Shorty rein. Bei Shorty haben wir ja leider keine Munition für. Mal schauen, was passiert, wenn man da hingeht. Ja, die hauen ab. Dann gucken wir mal hier, ob ich jetzt auch mehr Muni tragen kann. Ja, ist halt nur schade, dass man Molotows und sowas allgemein nicht verbessern kann. Jetzt könnte ich meine Waffe gleich nochmal verbessern. Wir haben wieder Teile entdeckt. Dann schauen wir doch mal nach oben. Ja, da muss dann, glaube ich, Ellie hoch, irgend sowas. Da weiß ich dann auch. Okay. Klebeband voll. Oh, gut, dass du da bist. Ellie, ich glaube, dich brauche ich hier. Bist du okay? Ja, die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Geh mir da hoch. Pass auf. Und hau Bock. Irgendwelche Monster gefunden? Und was gefunden?
bitte. Dankeschön. Danke sehr. Na, sonst ist hier nichts mehr. Okay. Waren wir da drin? Ja, hier waren wir drin. Okay. Dann gehen wir mal weiter ins nächste Gebäude. Na, kann ich aber auch hier durch. Kein Gaming-PC. Na, da kann man nicht runterspringen. Schade. So. Da waren wir drin. Dann haben wir hier die nächste Hütte. Fünf Pillen brauche ich noch. Ah, eine Dartscheibe, ja, habe ich auch. Alter, diese... Oh, diese Monsterfernseher. Da kann ich mich immer noch nicht dran gewöhnen. Oh, hier ist ein Safe. Ja, aber ohne Code kommen wir hier nicht weiter. Was haben wir hier? Okay. Hier ist ein Safe. Oh. Ellie. Ich glaube, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Cool, das lese ich später. Dark Horse Books. Ja, die gibt's ja tatsächlich. So. Ja, ich stelle mir immer nur das Nötigste her, wenn ich die nötigen Ressourcen in hohen Mengen da habe. Was haben wir hier? Oh, den Code. 82136, bevor ich ihn vergesse, gleich einlösen. 82136. Acht. 21 36. Perfekt. Klebrige Finger, Trophäe bekommen. Jetzt kann ich mir das endlich leisten. Das, was ich immer haben wollte.
Oh, Pfeile. Aber ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr zurück zur Werkbank. Weil ich wollte ja auch noch gucken, ob ich die... Hey Sam, vorsichtig. Ja, okay. Okay, ich zuerst. Oh. Verdammt. Du bist dran. Okay. Nur werfen? Ja. Wusch! Ein Naturtalent. Glück. Nein, was nicht? Eines Glück. Ha! Okay, hau jetzt ab, du Angeber. Und nochmal. Fuck! Furchtbar. Okay. Unentschieden. Nein, nein, nein. Ich hab dich fertig gemacht. Was meinst du mit fertig gemacht? Das ist doch unentschieden. Ja, okay. Ich glaube, zurück geht nicht mehr. Ich möchte es jetzt mal ausprobieren, aber nein, hier ist die Treppe kaputt. Mich interessiert jetzt, kann man wieder zurück? Weil, klar wird mich jetzt interessieren, kann ich die Waffe nochmal modifizieren? Was haben wir da? Oh no, hier ist noch eine Fraktion unterwegs. Och nö. Haben wir hier was vergessen? Ich habe das Gefühl, wir waren hier nicht drin. Aber wir können, glaube ich, auch nicht weiter rein. Okay, da ist der Eiswagen. Weil mich interessiert, es gibt ja für das Gewehr panzerbrechende Munition. Die werde ich wahrscheinlich nicht brauchen, weil dann werde ich nur die Gegner noch mehr die Schädel wegballern müssen. Aber mich interessiert, ob man okay, dann mal los. Jetzt mit Stufe 3 da rankommt. Ja, käme man. Panzerbrechende Munition. Ja, und nimm mal mit. Oh, das verändert gleich den ganzen Lauf. Wir machen's. Das Gewehr spiele ich ja sehr, sehr gerne. Nächste erst mit Stufe 5. Ja, wir nehmen einmal das Nachladetempo noch mit. Und dann beende ich die Folge schon. Kann man mit dem Sniper auch Gepanzerte töten. Das ist natürlich nice. Ja, so kannst du das Gewehr weit schneller durchladen. Aber ich beende jetzt hier die Folge. Bedanke mich schon mal, dass ihr da wart. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Euer. Oh ja.